So, das ist jetzt meine neueste Errungenschaft. Ich habe so ein Ausbeul-Hammerset gekauft mit Ambossen. Und das ist das Schutzblech vom Fahrrad von meinem Sohn. Und jetzt werde ich versuchen, es auszubeulen. Ich wollte jetzt erstmal einfach den Ist-Zustand präsentieren. Schaut wirklich, ja, mitgenommen aus. Und danach den Endzustand. Alles klar. So, ich möchte mal zeigen, wie ich jetzt da mit dem Hammer arbeite. Dann kann man nicht ein bisschen Amboss drunter und da ist die Säule. Also ich bin ja auch nur ein Amateur, aber ich habe auf alle Fälle schon mal besser aus wie vorher. Jetzt geht's mal. Ich habe auch schon abgeschliffen. Die ganzen Beulen, nur der weniger sind draußen. Ich versuche das jetzt zu optimieren. Und jetzt hat der links so ausgeschaut. Da war eine große Beule drin. Hier auch. Und hier war die große Beule. Hier. Schauen wir mal. Also, arbeiten wir mal weiter. So, nach dem Ausbeulen habe ich jetzt einen Filler drauf gespült. Lass es mal trocken und dann kommt noch schwarze Lappen drauf. Alles schützt mich. Das ist jetzt das vorläufige Endergebnis. Wichtig! Es muss nicht immer die 100% Lösung sein, sondern es reicht ja auch, dass es besser ausschaut als vorher. Und wenn man bedenkt, wie zu voll das Schutzblech war, und wenn es jetzt wieder ausschaut, finde ich es eigentlich absolut akzeptabel. Arbeit auf meine Stunde. Jetzt lasse ich trocknen und dann muss ich wieder dran. Servus, ciao, ciao. Und wo sieht es dann? Thank you.